Sport- und Kulturhalle in Ettingshausen, Aufführung der Kriminalkomödie Keine Leiche ohne Lilly. Die Theatergruppe Ettingshausen präsentierte am Wochenende das Stück von Jack Popplewell. Der Inhalt ist schnell erzählt. Lilly Pfeiffer entdeckt beim Putzen der Büroräume des Herrn Marschall ihren Chef höchstpersönlich mit einem Dolch im Rücken. Während sie die Polizei anruft, verschwindet der Tote vom Fundort, um in einem anderen Büro wieder aufzutauchen. Kriminalassistent Joachim Paul Gotthard, stets die Pistole im Anschlag, unternimmt die ersten Ermittlungen. Doch die Leiche ist verschwunden. Aber Lilly wäre nicht die allwissende Putzfrau, wenn sie nicht selbst in die Ermittlungen eingreifen würde. Sie findet beim Putzen die ein oder andere Notiz, hört rein zufällig so manches Gespräch am Rande und schon weiß sie, dass Frau Marschall ihren Mann nicht mehr liebt, weil ihm das Geschäft wichtiger ist als die Ehe. Im Laufe der Ermittlungen tauchen die Chefsekretärin der Firma, der Buchhalter und die kaufmännische Angestellte auf, die ebenfalls ihre Vermutungen darlegen. Zum Schluss des ersten Teils erscheint der angeblich ermordete Firmeninhaber Richard Marschall sogar persönlich. Im zweiten Teil deutet alles darauf hin, dass Lilly eine Halluzination hatte oder sich einfach nur wichtig machen wollte. In Gießen wird ein weiterer Toter entdeckt, den Lilly mit der mysteriösen Geschichte im Büro in Verbindung bringt. Ihre Beweise, ein Kopftuch und ein Mäppchen mit Initialen, verschwinden allerdings so schnell, wie sie sie gefunden hatte. Die Spannung der Komödie bleibt bis zum Schluss der 2,5-stündigen Aufführung erhalten. Wer sie am Wochenende versäumt hat, hat am kommenden Samstag, dem 1. Dezember, um 19:30 Uhr noch einmal die Gelegenheit, die Lösung des Falls zu erfahren.